Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Gleich wird sich der Shop ein zweites Mal heute aktualisieren in 30 Sekunden. Der hat sich ja heute Morgen zuerst schon mal aktualisiert. Jetzt werden allerdings die ganzen Deadpool-Items reinkommen oder wahrscheinlich werden die ganzen Deadpool-Items reinkommen. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Wenn euch solche Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, wo wir ja auch ganz, ganz knapp vor sind, dann lasst gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist ja in der Videobeschreibung. Zurzeit ist etwas mit dem Stream schwierig, da ich schlechtes Internet habe, aber wenn das wieder funktioniert, wird es ein bisschen mehr geben. Und jetzt aktualisiert sich der Shop und wir haben tatsächlich 4 neue Sachen drin, beziehungsweise 3 neue Sachen und ein Paket. Ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach das ganze Paket an. Hier haben wir einmal den Drachenhorn-Gleiter. Sieht sehr, sehr interessant aus. Bisschen ähnlich wie der Gleiter vom Wukong-Skin. Der ist ja auch im Prinzip so ein bisschen wie so eine Schlange. Dann haben wir als nächstes den Flott-Unterwegs-Emote. Einfach hier so eine Rolle mit als Fortbewegungs-Emote. Dann haben wir als nächstes noch Chimichanga. Mit einer Mikrowelle und da drin macht sich der Skin einfach ein Chimichanga warm. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Und dann haben wir als letztes dazu noch die Fleischhammer-Spitzhacken. Sehen auch echt ganz nice aus, vor allem mit dem roten Holz. Gefällt mir. Der Gleiter ist im Prinzip gleichwertig mit dem legendären Gleiter. Dann sind das grüne Spitzhacken, also seltene Spitzhacken. Das Emote hier ist tatsächlich relativ günstig, das Chimichanga-Emote, und das Flott-Unterwegs-Emote entspricht im Prinzip dem blauen Emote. Und wir haben tatsächlich sonst auch gar nichts anderes, das heißt, das sind die einzigen Sachen, die wir gerade kaufen können. Ich denke mal, es wird nicht nur bis morgen drin bleiben, dann kommen morgen einfach nur wieder die anderen Skins dazu. Und das wird wahrscheinlich locker übers Wochenende und wahrscheinlich auch noch nächste Woche bleiben. Ihr habt auf jeden Fall wahrscheinlich sehr, sehr gute Chancen dazu, das Ganze zu kaufen. Wie gesagt, gleich werden auch noch die ganzen Challenges kommen, oder ich werde euch das Video dazu liefern. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Shop heute jetzt in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Video wieder. Bis dahin, ciao.